wartet, dass es weitergeht. Und ich weiß auch, dass ihr darauf wartet, dass ich möglichst schnell gehe, damit die nächste Band kommt. Aber ich habe leider noch etwas zu ersagen. Ist eine Michaela Walder im Publikum? Ist auch egal, sie hat auf jeden Fall Geburtstag, herzlichen Glückwunsch. Kuschel CMB, wer auch immer das ist, grüßt sie. Und warum ich das vorlese, ist folgendes. Das bin ich gebeten worden von den freundlichen Herren und Damen von rockradio.de. Die zeichnen das nämlich hier alles auf, hätte ich fast gesagt. Sie senden live im Internet. Wenn ihr also jemanden habt, der jetzt nicht hier sein kann oder den ihr bewusst zu Hause gelassen habt, um einen neuen Partner zu finden, den könnt ihr jetzt anrufen und ihm sagen, dass er unter www.rockradio.de alles, was hier passiert, also auch was ich sage, das können die ja jetzt nicht rausschneiden. Ich könnte jetzt Schillers Glocke rückwärts aufsagen, was ich nicht kann, was auch langweilig wäre, aber die können das jetzt nicht rausschneiden. Hallo, hey. Ja, ist blöd jetzt, ne? So, auf jeden Fall rockradio.de, ne, für die, die zu Hause geblieben sind. Des Weiteren bin ich gefragt worden eben in meiner Fragestunde, dass die Cajun Roosters ja gestern so klasse waren. Ne? Wer Lust hat, kannst du ganz kurz zur Seite gehen. Hier steht es angeschlagen, 15.06. bei unseren Freunden in der Ulmhofschule in Kellinghusen spielen sie. Wer also Lust hat, der kann nochmal dabei sein. Letzte Ansage, war jemand von euch 2011 hier, vor 2 Jahren, erinnert ihr euch an eine Band, die hieß Morland and Arbuckle? Wer sich daran erinnert, die waren extrem cool und haben mir ziemlich den Marktplatz gerockt. Die sind heute Abend exklusiv im Theater am Schloss. Die spielen hier nicht auf dem Festival, sondern nur nachts. Und das ist auch noch eine weltweite Premiere, weil die ihre neue CD vorstellen. Man nennt das in Neudeutsch eine CD-Release-Party. Heute Abend, dort, wo wir ja alle sowieso nach dem Abschluss hingehen und uns nochmal neu kennenlernen. Okay. Immer die schlüpfrigen Witze am Rande der Gürtellinie haben jetzt ein Ende, denn jetzt kommt eine Band, die haben keine CDs mehr dabei, weil die sind so gut, dass sie alles ausverkauft haben. Weil die sind schon ein bisschen auf Tour, die haben nichts, aber spielen neue Sachen von ihrer CD, von ihrer neuen, die bald rauskommt. Leider können sie nichts verkaufen, ihr könnt sie also nicht mit nach Hause nehmen. Es sei denn, den hübschen Sänger, das werdet ihr gerade noch schaffen. Heißt herzlich willkommen von Genova, Italia, Gita Ray and the Gamblers! Thank you so much. How are you doing? Good? Ready? Thank you.
so very much. So good to be here. We'd like to play some song from my new CD coming out in a couple of months. So this one is a brand new song written with my big friend Paul Reddick. And this is called I'm Going. Sound like this. I'm going. Thank you. Grande. I wanna go back and play something for you from the 50s. This is one of my guitar player, one of my favorite guitar player and favorite singer. This is dedicated to Otis Rush, and this is called All Your Loving. Sound like this. All
it up, let's kiss it. Oh, your love, I'm just loving. Oh, your kisses, I'm just kissing. Before I met you, baby, I didn't know that I was missing. Oh, you love, pretty baby, I had a trip for you. Thank you.